So Freunde, es ist Sonntag, Zeit zum Sonnen. Wie ihr seht, bin ich in einem Wäldchen und das ist unser Goldwald sozusagen. Ja, es sind halt keine Felder frei. Ich wollte jetzt einmal nochmal hier durchgehen, auch wenn ich keine großen Hoffnungen habe, hier noch was zu finden. Mal schauen, was hier noch so geht, und sollte wirklich gar nichts mehr sein. Meinlich habe ich da hinten noch ein freies Feld entdeckt. Das ist allerdings ein paar Meter weiter weg, deswegen ich jetzt erstmal hier durch. Mal schauen, ob wir was finden. Und ansonsten gucken wir uns mal den Acker an. Dann bis zum ersten Fund. So Freunde, nächster Fund. Sieht schön nach Münze aus. Aber in unserem Goldwäldchen hier, ah je, das dürften 50 Pfennig sein. D-Mark. Jo. Naja, wie sagt man so schön, Münze ist Münze, aber definitiv nicht das, was wir suchen. Aber gut, mal gucken, wie es weitergeht. Dann bis zum nächsten Fund. So, mal gewechselt auf das Feld hier. Tatsächlich doch noch ein freies gefunden. Und der erste Fund hier, habe ich schon mal sehen lassen, direkt eine Münze. Nach einem Zinker aus, Drittes Reich, müssten 10 Pfennig sein. Man kann die Null da sehen, ja doch, sind 10 Pfennig. Okay. Ja, das geht auf jeden Fall schon mal mehr in die Richtungen, die wir wollen. Alles klar, dann auf zum nächsten Fund. Ja, Freunde, das geht weiter. Direkt die nächste Münze. Die Farbe sieht schon mal gut aus. Oh, was ist das? Ein Pfennig? Nee. Ein Cent. Ah. Ist holländisch oder was, belgisch oder holländisch? Ich weiß es gar nicht mehr. 1800 und genau. Boah, ist ja gut erhalten. Ich habe so gut erhalten, habe ich selten gefunden. Ich habe davon schon welche. Ah, der sieht ja richtig klasse aus. Ja, mega. Richtig schön. So kann es weitergehen. Bis zum nächsten Fund. So, Freunde, nächster Fund. Sieht ziemlich groß aus. Oder ist ziemlich groß. Ja, das ist, glaube ich, nur so ein Schlag oder so eine Türklinke oder irgendwie sowas. Mal gucken, ob ich da mit der Bürste was rausholen kann. Tja, vielleicht doch irgendwie ein Verschluss oder keine Ahnung. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, was das ist. Ich zeig's doch mal in der Fundzusammenstellung. So, Freunde, nächster Fund. Das sieht wieder nach Münze aus. Oder? Ja. Oder? Ah, ich weiß nicht. Doch, müsste Münze sein. Aber sehr, sehr platt. Ja, ich reibe jetzt auch gar nicht groß dran rum. Ich guck mal, dass ich bei der Reinigung da was rausholen kann. Und zeig's euch dann in der Zusammenstellung. Aber sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Nächste Münze. Okay, weiter geht's. Hier, Freunde, nächster Fund. Das sieht verdächtig nach einer kleinen Münze aus. Ja. Könnte man sogar noch was retten. Ja, von der Seite ist, glaube ich, total blank. Ja, vielleicht kann man noch was rausholen. Schauen. Schade, auch in sehr schlechtem Zustand. Aber gut, Münze ist Münze. Okay, dann gucken wir mal weiter. Bis zum nächsten Fund. So, nächster Fund. Sieht nach Oberfläche aus. Also sieht nicht danach aus, sondern ist ein Oberflächenfund, so halbwegs zumindest. Ja. Das sieht vielversprechend aus.
auch wenn man jetzt noch nicht viel sehen kann. Ich hoffe, ja, wobei der Zustand ist doch schlechter als ich dachte. Aber da kann man noch was rausholen. Man kann hinten so leicht schon das Wappen erkennen. Ja, doch, da müsste man noch was machen können. Schöne große Münze. Ja, Zustand ist leider schlecht, aber ich denke, man kann da noch was rausholen. Aber man sieht es jetzt da. Jetzt sieht man es doch ein bisschen besser. Das ist auch eine belgische. Oder holländische, ich vergesse das immer. Da unten unter dem hier da. Da steht die Jahreszahl. Müsste irgendwas um 1800 und rum sein. Okay, super. Dann geht's weiter. Ja, Freunde, nächster Fund. Mal endlich mal eine Gans gefunden hier. Öfter immer nur Fragmente an dieser Schnalle hier. Ja. Auch schon öfter gefunden, aber meistens immer beschädigt. Die Schlitzrosen meistens aber mit so einem Wellenrand. Das ist jetzt so eine einfache. Jo. Also gar nicht so schlecht hier der Acker, muss ich sagen. Da vorne ist der Wald. Ich glaube, hier war ich auch noch nie drauf. Interessant. Gut, weiter geht's. Ja, Freunde, nächster Fund. Kann man erstmal schlecht sehen. Aber es ist zumindest mal rund. Boah, aber erkennen kann man gar nichts. Gucken, ob ich was mit der Bürste rausholen kann. Ja, sieht mir auch so nach einer Art Knopf oder vom Geschirr aus oder so, aber das Material passt irgendwie nicht. Hier ist auch so, steht so ein bisschen was vor. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, hier unten das Ding. Ja, schreibt mal in die Kommentare, was ihr glaubt. Mal schauen. Okay, weiter geht's. So, Freunde, nächster Fund. Das sieht nach Münze aus. Aber, also ja, aber es sieht nach Euro aus. Na. Ja. 20 Cent, Frankreich. Okay. Naja, aber ganz schön kaputt, meine Güte. Also, die sind echt immer in einem richtig schlechten Zustand, obwohl die noch nicht lange hier liegen. Okay, auf zum nächsten Fund. So, mal wieder ein neuer Fund. Eine Musketenkugel, die erste jetzt hier auf dem Feld. Immer gutes Zeichen. Auch gut erhalten, schön rund. Okay, dann gucken wir mal weiter. So, Freunde, neuer Fund. Sieht fast nach Münze aus, aber ich glaube, da vorne ist eine kleine Öse zu erkennen. Ah, schade, ich dachte gerade schon, das wäre eine Silbermünze. Aber es ist ein Knopf. Und das nicht mal ein besonders schöner. Ja. Okay, schade. Sah es nach Silber aus. Gut, auf zum nächsten Fund. Ja, Freunde, nächster Fund. Wieder ziemlich nah an der Oberfläche. Ein Knopf. Ich glaube diesmal sogar. Ne? Oder doch nicht. Ich dachte erst, da wäre was drauf zu erkennen. Die Öse ist noch so halb intakt. Ja, mal gucken, ob man da noch was sehen kann. Ich glaube aber nicht. Ich zeige es euch in der Fundzusammenstellung. Dann auf zum nächsten Fund. Ja, von der nächsten Fund, 2 Meter weiter von dem Knopf von gerade. Und hier ist schon der nächste. Mit intakter Öse. Und mit Wappen diesmal auch. 18. Jahrhundert.
Also 1800 rum. Müsste preußisch sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Aber ich will es ja auch keinen Quatsch erzählen. Könnte aber gut sein. Zeige ich euch in der Fotozusammenstellung. Ich meine auch, dass ich bei dem kleineren Grundknopf auch was erkannt habe, aber der ist noch zu verdreckt. Mal schauen. Okay, ich zeige es euch in der Fotozusammenstellung. Sehr schön. Scheint eine gute Spur hier zu sein. Hier, Freunde, Oberflächenfund. Wahrscheinlich von so einem alten Wasserhahn oder sowas oder von einer Schublade. Der ist auf jeden Fall nicht erst gestern hier gelandet. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr meint. Aber sieht mir schwer nach so einem, ja, entweder von einer Schublade oder einem Schrank oder was auch immer. Okay, so, letzte Bahn für heute. Hoffentlich kommt noch was Gutes. Aber ja, würde ich sagen, aufgrund der mangelnden Alternativen war der Acker doch jetzt echt eine Überraschung. Also, wobei der jetzt auch nicht lange mehr frei sein wird. Ich denke, das wäre das letzte Mal, dass wir jetzt hier draufgehen können, diese Saison. Aber mal schauen, vielleicht haben wir Glück. Dann vielleicht bis zum nächsten Punkt. Ja, Freunde, da kam noch mal was auf der Spur. Nochmal eine Schnalle. Die wird aber, glaube ich, nicht allzu alt sein. Aber ich kenne mich da nicht so aus. Ja, vielleicht könnt ihr mir mal sagen, was ihr glaubt. Aber das sieht mir wirklich nicht alt aus. Ist auch sehr leicht. Okay, dann mal weiter. Ja, da kam wohl doch noch was. Ich würde sagen, schon wieder eine Art Schnalle. Die könnte vielleicht ein bisschen älter sogar sein. Nicht super alt, aber auf jeden Fall was älter. Ja. Okay. Interessant. Schon so viele Schnallen hier. Okay, dann weiter geht's. So, nächster Fund. Wir haben jetzt ungefähr fast die Hälfte, dahin das Ende. Kam jetzt doch noch ein bisschen was auf der Spur hier. Noch eine schöne Musketenkugel. Okay. Ja, dann mal weiter. Ja, Freunde, das war's für heute. Nach dem letzten Fund, nach der Schnalle, kam jetzt tatsächlich nichts mehr auf den letzten Metern, beziehungsweise die Musketenkugel war, glaube ich, der letzte Fund. Und ja, ich bin überrascht. Also, und natürlich viel Glück gehabt, dass hier dieser eine Acker noch frei ist. Wir waren ja davor auf der Fläche. Und hier ist der Wald übrigens. Und dahinter war die andere Fläche, auf der wir schon waren. Die sind aber jetzt alle voll. Von dem her, ja, haben wir richtig Glück gehabt. Okay, ich würde sagen, das war's für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns nächsten Sonntag. Ciao!